Hallo und herzlich willkommen bei Mickeys und Marys Filmuniversum. Dein zitterigen Daumen. Mit meinem zitterigen Daumen? Toll, wir haben schon wieder die ersten 10 Sekunden für Nichtstun verquatscht, aber es ist noch nicht Monatsende, aber fast. Wir machen trotzdem schon mal unser Update heute. Wir fahren nämlich im Urlaub und da haben wir, glaube ich, keine Zeit, es zu drehen, beziehungsweise wir kaufen nichts. Wir haben vielleicht Zeit, aber wir wollen natürlich das, was wir jetzt gekauft haben, nicht mit in den Urlaub schleppen, damit wir das dort drehen können. Also dann wollen wir eh nichts mehr kaufen. Und wir kaufen nichts. Aber wir überlegen nach Hannover zu fahren, zur Filmbörse. Also sie überlegen. Total bescheuert. Die ist nämlich genau in unserem Urlaub und wir müssten nur 3 Stunden nach Hannover fahren, um dort zur Filmbörse zu gehen. Na. Also überlegen wir sogar wirklich ernsthaft. Zumindest hinzufahren. Ob wir da was kaufen, ist ja dann eine andere Sache. Wir kaufen ja nie was auf der Filmbörse, deswegen wollen wir uns das nur angucken. Und wir gehen ja auch nur hin wegen angucken. Genau, wir wollen nur gucken. Gekauft haben wir kaufen. Schon genug. Ja, apropos Filmbörse hatten wir diesen Monat ja auch. 2 Videos sogar rausgehauen mit ein paar so 3-4 neuen Sachen, die wir gekauft haben. 1 bis 2 Enttäuschungen, die wir gekauft haben. 1 bis 2 Enttäuschungen waren schon dabei, aber dazu bald mehr. Wir haben trotzdem Filmbörse hier und dort noch ein bisschen Geld liegen gelassen. Aber bis auf 2 Sachen waren es eigentlich immer Angebote. Das macht es mitunter leider nicht besser, weil trotzdem haben wir ja Geld ausgegeben. Mir ist ja egal. Ist egal, wir fangen einfach, glaube ich, mit der ersten Sache an, die ich mir in diesem, also zumindest die ich mir diesen Monat gekauft habe. Noch, bis ich sie dir irgendwann abkaufen muss. Bis du sie mir irgendwann abkaufst? Na, müssen schon mal gar nicht. Ich habe sie ja erstmal gekauft, um zu haben. Nicht, damit du mir sie abkaufst. Aber du kennst den Film ja nicht. Vielleicht gefällt er mir. Wieder mal bei uns im Mediamarkt die besagte Grabbelkiste, die wir ja schon mal hatten, wo, ich weiß nicht, gebrauchte Sachen. Nein, nicht Mario. Gebrauchte Sachen. Ja, nee, ich weiß, ich erzähle dir. Da liegen halt immer mal wieder Restposten drin, nennen es Restposten, die manchmal ein bisschen sehr angegrabbelt sind und manchmal einfach auch noch ganz normal neu und einfach nur durchgestrichen worden sind. Und für wenig Geld dort rumliegen. Da hatten wir unter anderem, falls ihr euch noch erinnert, die Steelbooks von Croods, Percy Jackson, Turbo und was war es noch? Epic. Epic für 10 bzw. 15 Euro bekommen, was ja richtig billig ist, weil die Dinger werden sonst eigentlich so für 29,99. Ja, 10 oder 15 Euro. Also 2 haben, glaube ich, 10 und 2 haben 15 gekostet. Mhm. Und da lag wieder so ein Steelbook, was sonst eigentlich für 30 Euro rausgeworfen wird. Und zwar... Auch ein Kinderfilm. Das 3D Steelbook zu dem Film Predator mit Schwarzenegger. Er heißt nur Schwarzenegger. Nein, ich habe alles im Griff. Wieder hier mit diesem schönen Lenticular-Cover. Und ich fand das ohne irgendwie geiler. So. Also ich mag diesen Effekt, den es hat, mit diesem, dass es die Sicht ja, es von dem ja Predator mal hat so und mal das. Naja, also das finde ich ganz geil, aber ohne finde ich es doch irgendwie. Genau. Und das lag für 15 Euro rum, falls ich es nicht gesagt habe. Für unschlagbare 15 Euro konnte ich es nicht liegen lassen. Jetzt muss man dazu sagen, es lagen 2 für 15 Euro rum. Was denn? Ich habe die unvermeintliche Delle gefunden. Da oben. Ganz kleine. Ja, eine ganz kleine kann ich mit leben. Die sehe ich. Was sagst du? Die fühlt man ja nicht mal wirklich. Lag für 15 Euro rum, 2 Stück. Beide waren halb ausgepackt. Ich glaube, deswegen lagen sie auch für 15 Euro rum. Also es war kaum noch Folie dran. Also die Folie hat sich nur mit Mühe und Not dran gehalten. Das war sogar das Steelbook, was am meisten ausgepackt war. Aber das andere hatte mehr Stellen, die mir nicht gefallen haben. Hier war es ist nicht mehr ein Kratzer, so ein bisschen eine Stoßkante, würde ich sagen, wo so ein bisschen die Farbe abgegangen ist. Wo war das? Hier irgendwo an einer Ecke. Was aber eigentlich kaum zu sehen ist, wenn man... Das. Ja, ich glaube... Also es ist nicht der Rede wert. Es sind außer diese kleine Delle, die du da jetzt gerade gesehen hast, was ich nicht mehr als Delle bezeichnen würde wollen. Sah es echt noch gut aus. Das andere hatte halt ein paar mehr Lackschäden. Deswegen habe ich das liegen lassen, auch wenn es halt... Aber mal wieder 20th Century Fox, ja. Ne? Also, 15 Euro, ich meine, ihr könnt ja mal sagen, also das kann man doch für 15 Euro nicht liegen lassen. Ich kannte den Film nicht, du warst nicht dabei, konntest jetzt nichts sagen. Aber ich kam nach Hause und wusste, du hast schon wieder heimlich... Da lag dann die Mediamarkt-Tüte, ne? Warst wieder unartig. Hast einfach gekauft. Ich hätte es nicht liegen lassen dürfen, weil... Ja gut, es lag einen Tag später immer noch rum. Woher ich das weiß, sage ich jetzt an dieser Stelle nicht.
Aber ich hatte halt Angst, weil es nur zwei gab, dass sie halt nicht bis zum nächsten Besuch da noch sind. Und deswegen habe ich es einfach gekauft. Weil ich wusste, du wolltest diesen Film eh haben. Und Ja, ich deswegen. habe überlegt, mir zu kaufen. Jetzt nicht im Steelbook Ja, unbedingt, aber aber. 15 Euro, da kann man aber nichts sagen, oder was? Ne, ich sag ja nichts, aber. Ist trotzdem nicht Ja, ich ernst. war unartig. Man darf mich nicht alleine in den Mediamarkt schicken, weil meistens passieren da unten Ich ganz erinnere da schlimme nur an Sachen. ein älteres Video mit 3 für 2 Ich glaube, Aktion. das war das. War eins, ich glaube, das sechste Anpicken sogar. Nee, ich Ich weiß weiß es nicht. nicht, Es war aber. recht früh, ich war alleine im Mediamarkt und es gab 3 für 2 und ich habe 100, über 100 Euro da gelassen. Ich habe 6 Sachen gekauft, muss ich dazu sagen. Und viel bezahlt und trotzdem über 100 Euro da gelassen. Und heute lässt du Sachen liegen, weil sie mir immer erzählt, 3 für 2 ist ja kein Sparangebot. Weil du zahlst ja einen Ja, Normalpreis. das kommt ja immer drauf an. Das waren ja auch alle Special Editions, ne? Das sind ja Sachen, die hast du damals ja und auch heute teilweise nicht williger bekommen. Aber wenn ich dann eine Standard-Blu-ray für 8 Euro oder 9 Euro kaufen soll, dann ist das für mich kein Angebot. Dann ist das für mich ein Standardpreis. Dann überlege ich mir das trotzdem erstmal. Egal. Egal. Wir sind jetzt schon wieder leicht davon abgekommen, weiterzumachen. Ich würde sagen, wir machen, wo wir schon bei diesen 3 für 2 und bla 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 dabei sind, wir machen einfach mal die Amazon-Angebote, wa? Denn, falls ihr euch erinnern könnt, Amazon hatte eine Aktion, die lautete 3 für 18 und wir haben Eine Blu-ray-Aktion, muss man dazu sagen. Blu-ray-Aktion und wir haben einmal, vielleicht auch dreimal Naja, hier dazugegriffen. gucken wir Also, 1, 2, 3, 4, wir haben 5, genau 6, genommen 7, 9 8, 9. Blu-rays gekauft. Also dreimal. Und ja, es waren wirklich wieder coole Sachen dabei. Ich nehme mal meinen Stapel, du nimmst dir deinen Stapel und dann Ich halten wir halte mal einfach. so rein. Ich würde sagen, ich fange an. Genau so halten wir es mal Also ich rein. habe 4, du hast 5. Ja, wie immer, ne? Also habe ich die eine mehr gekauft. Aber egal, ich fange einfach jetzt Was mal. als Warner Bros., ne? Ja, deswegen wahrscheinlich auch so billig. Gut, ich fange mit dem Film. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, wollte ich gerade sagen. Entschuldigen Sie! Ich fange mit Training Day an. Das ist, glaube ich, auch so dieser neunte Film gewesen, den man dann brauchte, um nochmal eine Aktion quasi Ja, im mitzunehmen. Prinzip war es so, ja. Also das war so der noch so als letztes raufkam. Wir brauchten noch einen. Und da waren, wir hatten zwei oder drei, glaube ich, so in der näheren Auswahl und der hat es dann geschafft. Ich Und habe ihn mir gekauft, auch wenn du ihn genauso gern sehen willst. Also es ist ja immer so. man kann mal sagen, es ist ja hier der Autor David Ayer, der ist nicht der letzte Film in diesem Update von ihm. Da kann man mal so festhalten. Ich sage jetzt nicht, was für ein Sag mir noch Bescheid, wenn kommt. der nächste Film kommt. Na, der liegt ja unter Predator. Oh, das Cover ist ein bisschen verrutscht. Ja, Training Day habe ich mal gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Hatte ich, glaube ich, mal in der Bibliothek oder so ausgeliehen und mir mal angeschaut. Und wenn das der ist, den ich jetzt denke, der es ist, dann fand ich den wirklich sehr gut. So ein Kopf-Thriller, ne? Genau. In Ethan Hawke oder Ethan Hawke oder wie auch immer man den ausspricht, geht ja zu seinem ersten Arbeitstag bei Denzel Washington. Und Denzel Washington spielt ja hier so einen, Nicht gerade netten Korb. sagen wir so einen zwielichtigen Kerl. So nennen wir es einfach mal. Einen Ja. zwielichtigen Kerl und dann. Also wenn, wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es der war und ich fand, er hat es echt gut gemacht. Dafür, dass er ja sonst eigentlich eher Ja. Mr. Nice Guy Er hat ja, glaube ich, sogar ist. dafür einen Oscar bekommen. Wenn ich mir jetzt nicht komplett Könnte irre. sein, Hat er da, zumindest glaube zur ich, seinen Nominierung zweiten ist das Oscar gewesen bekommen? sein. Ich weiß es gerade nicht mehr Steht hier sicher. nicht drauf. Also entweder wurde sie davor veröffentlicht oder er hat Nee, dann doch nicht. auf keinen Sehr Fall. unwahrscheinlich. Ah, hier, was ihm seinen zweiten Oscar genau einbrachte. Nerdwissen. Halten wir das mal fest. Zweiter Oscar für Denzel Washington. Training Day, zu Recht, Zu weiß ich Recht jetzt. Oscar, muss man auch Ja? sagen. Ich weiß jetzt nicht, wofür den Ich weiß nicht, ich wofür weiß gab nicht. es den ersten? Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Das ist vielleicht schon peinlich, dass man es nicht weiß. Ich weiß nicht, ob zu Recht, weil ich nicht weiß, wer gegen ihn angetreten ist. Also zu Recht sicherlich die Rolle kann man schon mal für einen Oscar auszeichnen, ja. Wir können Aber das ja im Nachhinein prüfen. Dann mache ich vielleicht mal weiter, melden ne? wir uns später nochmal Mit zu Wort. meinem nächsten Kopfthriller. Ja. Ich habe mitgenommen, auch ein Kopfthriller, wenn man so will. Space Jam, eine Kindheitserinnerung. Als Kind oft öfter geguckt.
Übrigens mit dem, man kann es echt mal festhalten, langweiligsten Labelprint aller Zeiten. Also ich habe selten ein Label. Ich glaub, wenn man jetzt diese Silberlinge rausrechnet, wo du die. Ja, ey, selbst die finde ich, selbst da steht wenigstens der Name drauf. Das ist ja hier nicht mal mehr gegeben, ja. Hier hat man wirklich nur eine schwarze Disc. Nirgendwo Space Jam, ne? Ja, doch da unten ganz in der Ecke. Aber so, ey, auf diesen weißen steht ja wenigstens groß noch der Titel drauf. Und wenn es der Originaltitel ist oder der italienische Titel. Oder so, ist ja egal, aber hier ist ja gar nichts, aber dafür ist der Film umso besser. Das kann man mal festhalten. Auch wenn mich wundert, dass hier zwar zwei Musikvideos drauf sind, aber nicht I Believe I Can Fly. Ja. Warum auch immer. Finde ich ein klein wenig schade, aber ich fand den damals sehr toll. Ich habe sogar die Single gekauft. Aber der Film funktioniert auch immer noch, wenn die Effekte jetzt nicht ganz so geil sind. Und Michael Jordan, ja gut, der spielt sie jetzt selber. Aber kann man immer noch gucken, würde ich sagen. So, wir haben ihn ja uns ja schon angeguckt und unsere Kritik kommt dann auch noch bald. Also man kann es ja schon vorwegnehmen, ich finde den auch gut. Ja, ne, ich auch. Aber das ist jetzt nur kurz, warum ich den gut finde. So, angesichts der Tageszeit, oder Jahreszeit muss ich eher sagen, der Tageszeit aber auch. Ach, es ist mir heute so feierlich. Habe ich mir einen Film gekauft, den ich mir in ein, zwei Monaten ganz gut angucken kann, aber auch jetzt schon. Tödliche Weihnachten. Mit Gina Davis und Samuel L. Jackson. So ein geiler Film. So es geil. Es ist schon der dritte Film mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Erschreckend, da kommen auch noch ein paar. Aber ich glaube auch die letzten. Aber ist lustig. Na, du hast doch da alleine noch drei mit Schwarzen. Tödliche Weihnachten, ja. Nicht gesehen, und aber übrigens, Samuel ich mag... Jackson spielt nur eine Nebenrolle. Also eine größere Nebenrolle, aber Gina Davis ist die Hauptfigur. Und ja, die ist wirklich gut. Also der Film, auf DVD zahlt man sich ja dumm und dusselig. Auf Blu-ray schmeißen sie einem den hinterher. Aber der Film ist super. Ja, ich bin mal gespannt. Läuft, glaube ich, auch jedes Jahr zu Weihnachten oder jedes zweite Jahr zu Weihnachten auf RTL. Nachts um 11. Am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag meistens. Und ich habe den in den letzten Jahren, wenn ich konnte, auch immer geguckt. Ich finde den unglaublich lustig. Wir wollen ja ein kleines Weihnachtsspecial eventuell planen, wo wir also allein ein Kicken, Mickey und Mallory Kicken, diese Verbindung Gina Davis, Samuel Jackson, die funktioniert in manchen Szenen echt gut. Ja, wir sind mal gespannt. Wird auf jeden Fall geguckt. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Auch wenn er jedes Jahr zu Weihnachten läuft. Aber ich habe Weihnachten... Man kann ja nicht alle Weihnachtsfilme gucken. Ja, naja, ich habe auch Weihnachten meistens andere... Aktivitäten. Probleme als abends Fernsehen zu gucken, weil da meistens eh nichts läuft. Und dann ist der mir anscheinend dann auch abgekommen. Da hast du wirklich was verpasst. Mag sein. Ist jetzt so, aber wir können es ja jetzt nachholen. Also Tim Allen als Weihnachtsmann kickst du ja an jedes Jahr im Fernsehen. Ja, aber Kevin allein zu Hause. Oder Kevin allein zu Hause kickst du. Aber ich habe das ja gar nicht gesehen. Wir wollten es ja mal, aber wir haben es nicht geguckt. Und nach Weihnachten hatte ich keine Lust mehr. Ich wollte. Und er meinte, dieses Jahr bist du fällig. Und er meinte, guck den doch alleine. Nee. Dieses Jahr bist du fertig. Alle drei Kevin allein zu Hause. Es gibt nur zwei Kevin allein zu Hause. Ich habe eine Trilogiebox. Es gibt nur zwei Kevin. Ja, du musst den dritten mitgucken, auch wenn das nicht mit Macaulay Culkin ist. Da lass mir freiwillig mehr Stunden auf Arbeit einteilen. Dann bringst du übrigens Geld nach Hause, ist auch okay. Du bist dran. Tödliche Weihnachten war jetzt meiner, deiner ist jetzt dran. Kommen wir auch zu einem Weihnachtsfilm. Ja, ich glaube, nee, nicht so wirklich Weihnachtsfilm. Ich habe mitgenommen Crazy Stupid Love. Habe ich mir irgendwann mal ausgeliehen gehabt und wusste gar nicht, dass der fast 2 Stunden geht, was für eine Komödie echt lang ist. Aber der funktioniert. Hat eine sehr gute Darstellerriege, wie man hier oben schon mal sieht. Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Marissa Tomei, Emma Stone und Kevin Bacon. Und ja, ist sehr lustig gemacht auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ob man es kaufen muss, muss man danach entscheiden. Aber... Steve Carell geht fast immer. Ja, ich wollte ihn heute Abend, ich fand den echt gut. Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. So ist halt ein bisschen anders als die normalen Komödien. Den gucken wir dann zum Valentinstag. Nein, da kommen wir Valentinstag mit Robert De Niro und John Bon Jovi. Oh ja, John Bon Jovi. Machen wir weiter, ohne weiter drauf einzugehen. Mit Mel Gibson, Kurt Russell und Michelle Pfeiffer in Tequila Sunrise. Nein, ist das nah genug. Mehr dürft ihr nicht sehen. Übrigens, wir haben sie jetzt nicht groß aufgemacht. Es ist immer Sparhöhle, also und meistens auch das gleiche Cover.
Also wenn es nicht gerade bei Space Jam eine schwarze Disc ist, dann ja. ist es, glaube ich, immer dasselbe. Es ist meistens wirklich immer das Cover von der vorne. Deswegen sehr unspektakulär. Na gut, hier ist ein Tequila anderes. Sunrise, jo. Keine Ahnung, ob ich den jemals gesehen habe. Aber passt in meine Mel Gibson-Reihe. Da fehlen eh noch ein paar Filme und der soll ja cool sein. Also ich kann sagen, den habe ich nicht gesehen. Gut sein, meine ich mal gehört zu haben. Also ich habe nichts Schlechtes über diesen Film gehört. Ich habe vergessen, worum es da geht. Ich auch, aber es ist egal. Irgendwas mit Drogendealer und Tequila. Nee, also ich glaube, Mel Gibson ist, glaube ich, der Drogendealer und Kurt Russell ist der befreundete Cop. Also, wenn ich so auf das Cover gucke vorne, würde ich ja eher sagen, Mel Gibson ist der Cop. Warte mal, ich guck mal, Drogendealer, Mac ist Mel Gibson, also ist er der Drogendealer und der andere ist der Cop. Und Michelle Pfeiffer ist die Fettkontrolle. Und genau. Und damit hat man schon eigentlich alles erzählt, was man zu diesem Film, glaube ich, erzählen muss. Den Rest kann man sich, glaube ich, schon selber so ein bisschen denken, was ihn nicht schlecht machen muss, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und Kurt Russell, Michelle Pfeiffer, Mel Gibson, alle Schauspieler, die ich sehr gerne sehe. Daher Tequila Sunrise. Ich habe mir dann eine Fortsetzung zu einem genialen Film mitgenommen von Stanley Kubrick, den ich auch lange haben wollte, der jetzt von der Blu-ray-Qualität würde ja ziemlich bemängelt bei Amazon, wenn man sich da so die Kriegen durch ist. Mir ist es aber egal, hauptsächlich ich habe den Film und zwar ist das der Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, habe ich auch schon mal gesehen vor etlichen Jahren. Der geht ja so ein bisschen darauf ein, was in 2001 überhaupt passiert ist. Und ja, es macht da schon ganz gut, ist jetzt nicht perfekt, aber man kann es auf jeden Fall gucken. Mehr muss man dazu noch nicht sagen. Man sollte aber den ersten Teil gesehen haben, um den hier zu kapieren, weil wenn man nur den sieht, fragt man sich, was soll der ganze Quatsch. Mal gucken, ob ich mir das jemals angucken werde. Zumal ich ja auch erstmal 2001 sehen muss und da bin ich auch noch nicht so sicher, ob ich den angucken werde. Das ist auch ein sehr spezieller Film, 2001. Das guckt man auch wirklich... Nicht mal so auf dem Sonntagnachmittag. Allein das Ende. Und der Anfang ist auch sehr interessant. Nicht so, wie man erwartet, aber okay. Ich bin mal gespannt, ich habe keine Ahnung. Ich habe da, glaube ich, nicht mal groß irgendwie aufgedeckt. Ja, weiter. Ja, machen den anderen. Kein Update ohne den Satz. Der nächste Film ist für meine Robert De Niro-Ecke. Wenn ich eine auf Blu-ray hätte, das ist jetzt die neue Variante. Ah, Moment, wir haben da jetzt schon Robert De Niro-Filme auf Blu-ray. Ja, ja, können wir auch bei den Ecken neu aufmachen, ne? Aber irgendwie gefühlt bei jedem Update kommt dieser Satz. Letzten. Ein Film für also meine Robert De Niro-Ecke. Nicht seit dem ersten, aber. Ja, in den letzten zwei oder drei gefühlt ist er immer dabei. Diesmal habe ich mir diesen hier gekauft. Zwei vom alten Schlag und da ist auch Stallone drauf. Ich kann also bald auch eine Stallone-Ecke aufmachen. Was heißt bald? Ich habe schon mehr Filme von Stallone als von Arnold Schwarzenegger. Also gerade in letzter Zeit sind da sehr viele dazugekommen und es kommt noch einer, so viel darf ich verraten. Kaufst du ja auch. Es kommen sogar noch zwei. Nein, das war falsch. Es kommt nur noch einer. Ich wollte auch gerade fragen, was war der zweite? Der zweite ist nicht Stallone, es ist Schwarzenegger. Aber egal, man verwechselt die gerne. Ja genau, zweiten und alten Schlag habe ich jetzt noch, haben wir noch nicht geguckt, wollen wir noch gucken. Aber wir haben den Trailer gesehen. Können wir nicht sagen. Und der... Klang ganz lustig. Ja, könnte gut werden, könnte nicht gut werden, aber ich mag Robert De Niro und Stallone mittlerweile auch sehr gerne. Ja, und vor allen Dingen zwei alte Säcke hauen sie auf die Fresse. Und wenn er allein schon im Trailer, wo Stallone mit seinem Trainer in eine Fleischfabrik geht und da hängen so Rinderhälften und Stallone fängt an und will so aus und sein Trainer meint, ey, wir wollen hier einkaufen und nicht sind nicht hier zu trainieren, dann weiß es jeder Rocky-Fan, die Anspielung zu verstehen. Ich musste sie ihr erklären, weil sie Rocky nicht kennt, aber... Ja, ich glaube, ich habe mal... Ich fand es lustig. Allein schon im Trailer fand ich das super. Ja. Also es ist ja auch anscheinend ein bisschen witzig auch noch, also mit kleinen... Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht ein ernsthafter Boxfilm. Genau. Weil ich meine, das spielt ja damit, dass die zwei vor 40 Jahren oder so erfolgreich gegeneinander geboxt haben und das jetzt nochmal wissen wollen. Genau. Und oder wenn der Witz dabei bleibt, wie im Trailer, dann, glaube ich, kann er mir wirklich gut gefallen. Also, ich sag mal so, es sollte zumindest keine Enttäuschung werden. Oder so einer, wo ich mir denke, warum habe ich mir den je gesehen? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Der wird schon okay sein für 6 Euro auf Blu-ray, relativ neu. Genau. Das ist auch einer der Gründe, warum wir überhaupt bei der 3 für 18 Aktion mitgemacht haben. Ja, und der eine Grund, warum ich da mitmachen wollte, kommt jetzt. Nämlich der Film, den ich unbedingt haben wollte, den ich auch unbedingt auf Blu-ray wollte. Ich hätte mir das kleine mal im DVD-Stil gekauft. Ich will ja auch immer nur das DVD-Stil zu kaufen, weil es einfach geil ausschaut. Aber teuer ist.
Und der soll ja auch auf Blu-ray wirklich hammermäßig aussehen. Er kommt ja auch im Blu-ray-Stil. Das wäre natürlich auch geil. Der Film ist von 1968 und hat damals schon Bildsprache geprägt, die heute auf Blu-ray wohl noch besser rauskommt, immer noch gut rauskommt, was nicht jeder alte Film sieht. Und da ich schon den zweiten Teil hatte und den ersten noch nicht besessen habe, musste ich mir natürlich auch 2001 Odyssee im Weltraum mitnehmen. Das grandiose Original von Stanley Kubrick sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, auch wenn es 2,5 Stunden lang ist und man vielleicht am Ende ein bisschen da zurückbleibt mit so... Also ich gebe zu, ich habe das Ende auch nicht so hundertprozentig gedacht. Ich habe da so eine kleine Vermutung, wie man das interpretieren könnte. Ich müsste es aber nochmal sehen, um das nochmal zusammenzubringen, weil es ist halt wirklich schon ewig her. Aber ich finde den großartig. Ich bin ein riesen Stanley Kubrick-Fan und jetzt habe ich wieder einen weiteren Film in meiner Sammlung. Viele fehlen nicht mehr. Ja, und vielleicht der Zavis-Deal, ne? Mal gucken. Wenn PayPal wieder drin ist, ist ja. Ja, erstmal muss es ja kommen, ne? Also, aber die haben ja nun schon. Ich hoffe ja drei mal. Haben sie ja schon, vielleicht kommt ja auch noch 2001. Ich hoffe ja auch noch immer ein bisschen auf Dr. Strangelove, Barry Lyndon, den ich noch nicht kenne. Warum nicht so eine Kubrick Blu-ray-Stil bei Zavi? Und der muss bloß PayPal. Falls und wer von Zavi zuguckt. Ja, mit Sicherheit. Hello! Ich kann es nicht mal verstehen wahrscheinlich, aber egal. Oh. Es gibt da automatische Untertitel von YouTube, die müsst ihr mal anmachen. Oh, das ist geil. Lustig. Das ist so geil. Da fragt man sich wirklich, wer generiert diese Untertitel und wer hat das eingespeichert? Ja. Also was die da, Worte rauskommen. Weiß ich, alle 10 Wörter ist mal ein Wort richtig? Oh. Wenn es reicht? Alle 15 Sätze. Für 1000 Worte. Gut, wie ja eben schon gesagt, es kommt noch ein weiteres Stallone-Film. Den habe ich jetzt, das ist der letzte, der 9. Und das ist Get Carter. Die Wahrheit tut weh. Genau. Haben wir gestern gesehen? Vorgestern? Vorgestern, ja. Ja. Nicht der beste Stallone. Kann man einfach mal festhalten. Mehr wollen wir dazu nicht sagen, weil... Aber man kann es halt wirklich sagen, er hat wirklich bessere Filme. Ja. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Ja, geht darum, dass er Auftragskiller ist. Nein, er ist Geldeintreiber. Aber auch Auftragskiller irgendwie. Und sein Bruder wird ermordet und er fragt halt mal nach. Genau, warum? So nennen wir also, naja, eigentlich sollte das ja ein Unfall gewesen sein. Ne? Und dann hat sich halt herausgestellt, er glaubt halt nicht dran, dass er an einem Unfall gestorben ist. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, da gehen wir vielleicht nachher beim nächsten Video noch drauf ein, denn wir wollen hier vielleicht noch ein zweites Und jetzt Thema. Machen wir weiter, weil es gab wieder Blitzangebote. Und nachdem du es beim ersten Mal verpennt hast, weil sie einfach mal spielsüchtig geworden ist. Nee, ich habe so meine Stunde, also es war halt so. Hatte sie aber Glück, dass er 2 Tage später nochmal ins Blitzangebot kam für denselben Preis. Und dann hat es auch bestellt. Dann habe ich gleich bestellt. Also ich habe... Ja, das hast du es natürlich schon. Ja, ist egal. Veronica Mars, der Film. Man muss ja nicht, glaube ich, wir haben schon mehrmals erwähnt, dass wir Riesenfans dieser Serie sind. Ja. Die großartig finden. Ich habe sie 2-mal gesehen. Du hast sie 1,5-mal gesehen. Und der Film ist, kann man einfach mal vorwegnehmen. Schönes Ende. Richtig geil. Ich würde sogar noch einen zweiten Film gucken, weil für mich könnte es nahtlos weitergehen. Oder eine neue Serie könnte man damit starten. Ja, man könnte original wirklich mit dem kompletten Cast, der hier mitmacht, original Staffel 4, 10 Jahre. Oder halt einen oder zweiten wie Film. Lange, ja, doch, spielt ja 10 Jahre. Oder einen zweiten Film von mir aus auch, weil da wird ja einiges aufgegriffen. Nochmal. Oder so ein bisschen angedeutet auch in dem Film. Und es gibt ja jetzt auch ein Buch, was die Geschichte weiterführt, oder sogar schon 2 Bücher in Englischen, die auch die Geschichte weiterführen. Mal gucken. Aber ich fand den Film richtig geil. So schöne kleine Sachen. So, wenn es einfach ist, ein Straßenmusiker, der die Musik spielt von der Serie. Am Anfang ist so geil, sie kommt aus dem Haus raus und da steht der Straßenmusiker und spielt We Used to Be Friends. Ja. Das war so geil. Oder einfach die ganzen Leute wieder zu sehen. Ne? Also, und man muss mal wirklich so sagen, also hier hat Warner Brothers, der Film kommt von uns, wirklich überrascht. Sparhülle, aber Wendecover. Warum auch immer sie hier ein Wendecover haben, vielleicht haben sie ja ein Einsehen mit uns. Wer weiß. Ja, vielleicht erinnern sie sich endlich. Sparhüllen sind immer noch scheiße, aber ey, sie haben ein Wendecover. Und das, muss ich sagen, ist bei dem Film auch absolut notwendig, weil so kann man das schöne Bild... Ich finde es doch ein schönes Cover. Man sieht halt so die ganzen ehemaligen Stars aus der Serie nochmal, wie sie jetzt aussehen. Teilweise haben sie sich ja gar nicht gewendet. Also gerade Kristen Bell finde ich ja immer irgendwie noch genauso... Ja, man sieht schon, dass sie älter ist, aber... Ja, nur ein ganz kleines bisschen irgendwie. Aber ich fand, sie hat sich kaum verändert für 10 Jahre. Ja, klar, aber... Sieht ja immer noch gleich aus.
Also da haben sich andere schon mehr geändert. Ja, Francis Capra zum Beispiel, er hat abgenommen. Oder Percy Dex der Dritte, der den Wallace spielt. Der sieht auch ganz anders aus. Oder Tina Maggiorino. Ist das Tina Maggiorino, die die Mac spielt? Kann die ja. Wirklich, also die ich gar wer, nicht die, wer die Serie kennt, da gibt es eine, der weiß, wer Mac ist und wer die dann hier sieht. Holla die Waldfee. Also ich habe lange gebraucht, Holla die Waldfee. Bis ich sie erkannt habe. Also ganz ehrlich, da muss man echt sagen, was für eine Verwandlung. Aber zum Guten. Also zum Guten, ja. Das wollte ich damit andeuten. Ich habe auch bei einem, es war kein Blitzangebot, es war einfach doch. Ein, nee, es war kein, ein Herbstschnittchen. Es war ein Herbstschnittchen, was über, ein Herbstschnittchen. Ein Herbstschnittchen. Was über Nacht mal für von 9 bis, nee, von 20 nein. bis 9 Uhr nein, oder nein, sowas. Den ganzen Tag. Ach, den ganzen Tag. Von 0 bis 0. Von 0 bis 0 im Angebot war und ich hatte es morgens nicht mitbekommen, bin zur Arbeit gefahren, habe eine SMS bekommen, wer Dingensen ist im Angebot für 13,97? Ja. Und meine Antwort war nur, kaufen, 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 sofort kaufen. Das Problem war nur, das war 4 Stunden später und der Laptop war aus und sie war auf dem Heimweg. Ja, und ich war auf dem Heimweg. Aber du hast es sofort gekauft, das ist das Gute. Nachdem der Laptop irgendwann mal hochgefahren war. Und mir schon dachte so, scheiß, wenn es das jetzt nicht gibt, ey. Es ist ein Digibook, wobei es eher wie ein Mediabook ausschaut, von der Größe her. Was einen kleinen Mankel hat. Was einen kleinen Mankel hat. Von meiner neuen Lieblingsfirma Escort Elite tatsächlich, was aber hier wirklich ein bisschen verkackt hat, von einem Film, der 6 Oscar-Nominierungen hatte und 3 davon bekommen hat. Und noch einer so, der Hauptkategorien. Noch gar nicht so alt ist, und zwar Dallas Buyers Club. Haben wir ja schon viele bemängelt, FSK-Flatschen ist aufgedruckt und das ist einfach mal ziemlich doof. Ziemlich doof. Vor allen Dingen, weil der überhaupt nicht reinpasst, das ist alles total blau. Ja, wenn der Film ab 16 wäre, würde er wenigstens reinpassen. Und dann ein grünes Flatschen. Aber ich muss auch wirklich sagen, das Cover ist mir persönlich echt zu überladen. Also ich finde es bei 12 Years a Slave, da war ja so ein Pappteil drauf, ne? Und als der so runter war, war mir das Cover zu leer. Weil dann nur der Hauptdarsteller 12 Years a Slave und so ein bisschen Bilder im Hintergrund. Glaube ich auch so auf der Höhe. Oder das hier ist echt... Nee, unten, glaube ich. Aber ist egal. Oder unten. Aber ist, ey, das hier ist ja echt überladen. Da oben 6 Oscar-Nominierungen, blauer Streifen, dann der Titel, dann die Taubier, dann... Die Bilder und dann da unten der Flatschen und hier nochmal irgendwelche Kritik und das Label und meine so, Mann, so der Film hat uns ja beide wirklich interessiert und ich wollte ihn auf jeden Fall auf Blu-ray haben und sowieso im Digibook. Am liebsten natürlich im Digi- oder Mediabook. Da war es mir auch ein bisschen sekundär, dass es hier dieser aufgedruckte Flatschen drauf ist. Also es sieht hässlich aus, aber ich habe ja nicht vor, das so hinzustellen, sondern nachher so hinzustellen. Nee, andersrum eher Fan. Also für euch nicht so, sondern so, genau. So muss ich es jetzt für euch halten, Entschuldigung. Kleiner Denkfehler. Nein, wir stellen unsere Filme natürlich immer so rein, dass wir immer genau. Gleich erkennen, was ist es. Genau. Es hat einen relativ dünnen, aber ja, reich befüllten, trotzdem noch ganz guten Mittelteil. Und dann halt hier die beiden Discs. Blu-ray und DVD vorgemerkt. Vielleicht stellen wir es mal einzeln vor. Aber es hat Blu-ray und DVD erschreckend, überraschenderweise. Ey, die können uns die mitnehmen in den Urlaub. Erschreckend. Erschreckend. Ja, Dallas Buyers Club, wir haben ihn noch nicht gesehen, wir wollen ihn aber noch bald sehen. Also ich will ihn bald sehen. Was du machst, ist mir egal. Stimmt, die haben ja beide den Oscar gewonnen, ne? Stimmt. Ja, eine Hauptkategorie und eine Nebenkategorie. Genau. Ja, also und den dritten, ich bin sehr gespannt. Weiß ich gar nicht, wofür der war, aber... Bestes Make-up und Hairstyling. Ah, also noch eine Nebenkategorie. Also Hauptdarsteller, Nebendarsteller und Make-up und Hairstyling. Na, wenn es das mal nicht bringt. So oder so, ja. Das war's. Movie musste ja in einen anderen Film gehen. Ja, vergessen für wen? Das war irgendwie... Ah ja, genau. Habe ich auch. Das andere Digibook. Ha! 12 Years a Slave, genau. Das war von Anfang an klar, dass das bester Film wird. Ja, ich habe gedacht, es ist angepasst an das von 12 Years a Slave, weil es ja beides über Amazon lief. Aber nicht Escort Elite, ne? Nee, ja, wusste ich ja nicht. Ich habe ja nur gesehen, dass es Amazon exklusiv ist bei beiden. Und ich habe echt gedacht, dass es Amazon quasi beides so designt hat. Aber gut, ist jetzt nicht so. Das ist vielleicht ein klein wenig enttäuscht. Designte sie ja nicht Amazon, sondern in dem Fall Escort Elite. Ja, aber ich habe halt gedacht, dass es Amazon quasi so einen Auftrag gegeben hat. So als Reihe oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ist auch bescheuert, ist egal. Weitermachen. Denn, das haben du hast ja auch noch was anderes gekauft. Ach nein, das war jetzt Berlin. Das ist alles Berlin. Das aber wir später. Haben hier noch Amazon.
Ja, also das hier zum Beispiel. Das machen wir jetzt als nächstes. Dann muss man ja auch dazu sagen, wir haben Jahrestag gehabt in diesem Monat. Wir sind ein Jahr auf YouTube. Ein Jahr auf YouTube. Und da muss man sich natürlich auch Filme kaufen. Ja, genau. Gegenseitig. Wir haben uns Filme geschenkt, nicht weil wir ein Jahr auf YouTube waren, sondern weil wir auch wirklich Privatjahrestag hatten. So viel darf man ja auch sagen, glaube ich. Wir kennen uns jetzt seit 2 Jahren. Ja, genau. Deswegen feiert man das. Wir feiern nichts anderes, außer dass wir uns kennen. Dass wir uns kennen, genau. Also man muss ja auch sagen, ich gehe immer nach den Videos auch nach Hause. Ich wohne genau. Hier gar nicht. Meine Sammlung steht nur hier, weil in meiner Wohnung kein Platz dafür ist. Genau, da am Wohnheim. Und ich schließe die auch immer ab, wenn ich gehe. Also dann baue ich Türen dran, wenn ich gehe. Genau, wenn du gehst, baust du Türen an. Schließe ab, damit sie dann nicht an meine Sachen geht. Und dann räume ich auch die ganzen Blu-rays hier aus den Regalen, lege die da noch da rein. Und genau, dann, es ist nur zufällig, dass wir jetzt hier auf einer Couch sitzen, sonst ist er in meinem Wohnheim ist das... Ja, der Mitkollege, der klaut gerne mal deine Filme. Der Sack, ey. Gut, ja, wir haben uns Sachen geschenkt. Willst du anfangen? Ja, deins ist ein bisschen besser. Nicht, dass dein Geschenk nicht so gut ist, aber... Mein Geschenk ist der Burner. Wir können uns ja abwechseln. Ich habe zwei, du hast eins. Ich hatte ja nur Geld für eine Sache, er hatte Geld für zwei Sachen, aber... Ich habe ja auch zwei... Sachen geplant von Anfang an, nur genau. Ich musste umdisponieren. Fangen wir mit einer Serie an, die ich mittlerweile komplett besitze. Auch schon damals, vorher fast. Damals aber nicht, da fehlte mir eine Staffel, die 7. von 8 insgesamt. Und die hast du mir jetzt gekauft. Genau. In der guten Auflage. Also es gibt ja schon wieder 2 Auflagen und ich habe die jetzt in der guten bekommen. Und zwar Dr. House Staffel 7. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Über Amazon Warehouse, die jetzt relativ... Genau. Leider neu, der FSK-Fest hat hier leider so ein bisschen... Also es ist wirklich bis auf ein, zwei Stellen wie neu. Genau. Also leider hat der FSK-Flatschen bis zur letzten Ecke gewartet, um scheiße zu werden. Also man hat es super abbekommen und in der letzten Ecke fängt da an. Ist ja immer so. Naja, aber trotzdem gut hier oben vielleicht so ein ganz kleines bisschen... Ja, und davon, aber das würde, vorne ist auch hier das passiert, oben genau, ein kleines, so eine kleine aber Delle. Das passiert einem ja selber mal zwangsweise. Aber die Discs sind okay, die habe ich natürlich gleich kontrolliert. Dann haben wir diese drei schönen Discs. Ne? Und, naja, es sind mehr Discs als drei. Also diese drei Hüllen mit den 6 Discs. Ja, und die sind halt, okay. Genau, ich habe halt die anderen Staffeln alle in dieser Auflage gehabt, außer eine. Dazu kommen wir gleich. Denn ich habe, ich weiß gleich hintereinander, auch wenn es jetzt nicht zu diesem Jahrestag-Ding gehört. Daraufhin habe ich mir natürlich spontan auch noch Staffel 6 gekauft. Also man kann ja kurz sehen, ich hatte geplant, ich habe beide im Einkaufswagen Staffel 6 und Staffel 7 zu kaufen, weil es an beiden die Erstauflagen waren. Dann sind natürlich, kurz nachdem ich mir das im Einkaufswagen gelegt habe, ich mir gedacht, ach, hast du ja noch ein bisschen Zeit, musst du denn die sofort kaufen? Die Preise in die Höhe geschossen, weil Amazon anscheinend gemerkt hat, da hat es aber jemand auch drauf abgesehen, dann machen wir mal die Preise 4 Euro hoch. Und daraufhin verschwand dann auch auf einmal Staffel 6 komplett, weil irgendjemand anders anscheinend bestellt hat. Und Staffel 7 fiel wieder und dann musste ich halt umdisponieren. Und noch ein zweites anderes Geschenk kaufen. Dazu kommen wir gleich. Nach dem Jahrestag waren plötzlich wieder 2-mal Dr. House Staffel 6 da, für sogar weniger, als ich es hätte kaufen können. Die habe ich mir dann gekauft. Warum habe ich sie mir gekauft, obwohl ich ja eigentlich nur Staffel 7 nicht hatte? Denn Staffel 6 hatte ich in der Zweitauflage, in so einer dicken, fetten Emery. Und da ich Staffel 8 vor kurzem ja preisgünstig für 10 Euro, glaube ich, irgendwo geschossen habe, im 11 Euro? Saturn oder 11, für recht wenig Geld, hatte ich dann auf einmal Staffel 1 bis 5 und 7 und 8 in gut und 6 nicht. Und dann war ich natürlich irgendwie dazu gezwungen, mir Staffel 6 nochmal zu kaufen. Und habe ich doch schon alles. Und das sind sie denn. Ne? Leider nicht alle ganz so gut angepasst hier an der Seite. Also die gehen hier noch, aber die anderen sind teilweise etwas unterschiedlich. Aber ich habe sie jetzt alle in einer komplett schönen Auflage. Und wenn jemand interessiert ist an dicken Emerys mit Staffel 6 Dr. House, kann sich gerne bei mir melden. Ich kann sie abgeben. Und wer es gerne auf Blu-ray hat, der kann auf eBay für knapp 70 Euro gerne ein, zwei Staffeln darstellen. Genau. Oder für billiger gibt es auch. Ich habe nämlich auch bei eBay geguckt, natürlich, aber da gibt es echt nur noch die Neuauflagen bei eBay. Da ist immer nur die Neuauflage angegeben. Okay, ich habe sie jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich gar nicht mehr die Neuauflagen haben, Erstauflagen haben, weil ich mir versehentlich halt damals die 6. Nicht versehentlich, ich habe sie halt in dick gekauft und hatte eigentlich dann geplant, dann kaufst du 7 und 8 irgendwann auch in dick. Jetzt habe ich sie alle gut, ist auch schön, freut mich. Und für wenig Geld, die blaue, beziehungsweise für die blaue hatte für 13,90 gekostet und das ist ja nix. Ich hatte damals die schlechte Zweitauflage quasi für 12,90 gekauft.
erschreckend. Ich gebe sie euch für 10. Nein, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben, wo auch immer ihr das wollt. Und dann können wir ja mal über einen Preis diskutieren. Ja, und ich habe von dir einen Film bekommen, auch relativ neu, ja doch einen neuen Film, ne? Nicht mehr relativ neu, ist schon neu. Den ich mir auch schon kaufen wollte. Und ich hatte ja schon so die Ahnung, dass sie überlegt, mir den zu kaufen, auch wenn sie nicht gesagt hat. Ich glaube, du hattest schon die Ahnung, da hatte ich noch nicht mal die Ahnung. Und ich habe ja so überlegt, ob ich sie mal so ein bisschen teste in Berlin, dass sie sich verrät. Und ich habe es dann bleiben lassen. Weil irgendwann hättest du ja sagen müssen. Ich kann da ruhig bleiben. Auch damals war Toy Story, du hattest diese... Ja, aber so, ich meine, wenn ich an der Kasse stehe und bezahlen will, also, dann hätte spätestens ich gesagt, dann hättest du ja was sagen beim müssen. Beim Runtergehen hätte ich vielleicht was gesagt, aber... Aber vorher nicht. Ich habe es dann bleiben lassen, weil es war mir dann auch zu doof. Und deswegen habe ich den Film jetzt geschenkt bekommen. 300 Rise of an Empire. Ich muss mir noch den ersten im Blu-SD holen, weil das geht ja nicht. Ich habe den ersten zwar im DVD-Digipack, weil ich auch sehr schön finde und beiden werde. Also braucht er gar nicht anfragen. Aber das Blu-SD vom ersten muss noch gekauft werden. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, weil da sind ja jetzt die letzten Tage, waren ja immer diese ganzen Steelbook-Auflagen, mit denen 300 rauskamen für 8 Euro immer in diesem Restposten. Und die sind theoretisch gerade nicht mehr. Euro drauf, ne? Nicht bei Mediamarkt. Ach, Mediamarkt meinst du? Okay. Bei Mediamarkt. Und vielleicht habe ich ja Glück und kriegst da auch mal für 8 Euro statt für 13 Euro. Dann würde ich es natürlich sofort mitnehmen. Dann müssen wir nochmal ein neues Update drehen, dann würdet ihr das hier nie sehen. Aber dazu später mehr. Den Film haben wir schon geguckt. Die Kritik dazu folgt ein andern Mal. Genau. So. Aber man kann schon mal anteasen. Was? Gut. Machen wir weiter, denn wir waren in Berlin und waren auf der Filmbörse. Und wenn wir so verrückt sind und so bescheuert und überhaupt, waren wir am Samstag davor auch noch beim Alexanderplatz. Und haben geshoppt. Und du mehr als ich, aber... Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viel mehr Geld ausgegeben, das Ding. Ne, doch, na doch, das ist sehr viel mehr. Da war ja was. Nein, wir waren, wie gesagt, beim Alexanderplatz, auf dem Alexanderplatz, in den Megamärkten und Saturn, die es da so gibt. Also in dem einen und dem einen. Und haben ein bisschen was gekauft. Wir wollten uns zurücknehmen, eigentlich wollte ich gar nichts kaufen. Und am Anfang sah es ganz gut aus und dann bin ich ein klein wenig durchgedreht. Naja, ja, es fängt mit einem Film an, dann warst du nicht mehr zu halten. Mit was fange ich an? Fangen wir mit dem hier an, diesem Angebot. Das ist so ganz nett. Denn die hatten das Angebot 3 für 18? Nee, 3 für 20. 3 für. Nein, 3 für. Noch? 3 für 25, oder? Nee, 3 für 20. 3 für 20. Filmboxen und TV-Serien. Genau. TV und Filmboxen, genau. Und da war eigentlich gar nicht so viel. Eine Sache war gut. Und die anderen waren okay. Ja, waren schon interessante Sachen, aber... Aber lustigerweise wollten wir eigentlich nur eine Sache kaufen und da man dann schon die eine hatte und... Ja, wenn man es halt so sieht, du zahlst 10 Euro oder wenn du jetzt noch zwei andere Sachen findest, die ja auch da lagen, die uns auch interessieren, zahlst du 6,66, genau. Dann macht es halt keinen Sinn, das für 10 Euro mitzunehmen. Ich habe ja auch Sachen gefunden, die ich eigentlich auch haben wollte. Eigentlich wollte ich sie bloß an diesem Tag gar nicht kaufen. Zum Schluss habe ich mich dann doch irgendwann belappern lassen und habe sie mir dann gekauft. Und eine haben wir uns geteilt. Mit der fangen wir auch an, würde ich sagen. Denn die eine Sache, also es ist nicht die, weshalb wir überhaupt 3 Sachen gekauft haben. Es ist eine, die das auffüllen sollte, ist die Serie Alcatraz. Und zwar die komplette Serie, denn es gab nur eine Staffel. Leider. Und Also leider, weil es ist nicht abgeschlossen. Soll wir können jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ist es ja sogar gut, dass nach einer Staffel Schluss ist. Soll aber, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Ne? Hatte bloß eben nicht genug Erfolg. Halt, ja, du hast übrigens dein eines Geschenk vergessen. Sehe ich gerade. Zu dem kommen wir am Ende. Das ist nämlich was ganz Besonderes. ja, es war, die Einschaltquoten waren, glaube ich, nicht so gut, sehr schlecht. Wie jetzt die Serie ist... Wissen wir nicht. Also ich hatte eigentlich lange gut. Überlegt, ob ich es überhaupt kaufen will, weil die ja so ein offenes Ende haben. Aber von der Geschichte her klingt es richtig gut. Vor allein schon wegen Jorge Garcia. Genau. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich danach rumfluche und aber schön ist auch schon, 1963 wurden alle Insassen aus dem Bundesgefängnis auf der Insel Alcatraz in andere Haftanstalten verlegt. Zumindest ist das die offizielle Version. Und es ist J.J. Abrams, der Produzent. So ein Mystery-Ding. Mal gucken, wann wir uns das angucken, weil wir sind ja so, wir steigern uns da sehr schnell rein, wenn wir es geil finden. Und wenn man dann unterbrochen wird.
Siehe Fringe, ja. Siehe Eureka, siehe Rare aus Platin, siehe Akte X, siehe Veronica Mars und zigtausend andere Serien, Lost. Die wir gucken. Lost. Ja, da bin ich nicht ganz so 100%. Da war ich auch schon mit drin, aber so gegen Ende bin ich ein bisschen rausgekommen. So leicht. War nur ganz leicht. Ich finde es immer noch ganz geil. Aber hier, ich hasse es, wenn Serien nicht abgeschlossen werden. Also ich habe genug Serien gesehen, die nicht abgeschlossen worden sind. Und ich habe auch manche Serien komplett weggelassen, weil ich wusste, dass sie nicht abgeschlossen werden. Hier wage ich es einfach mal. Ja, jetzt haben wir sie gekauft. Für 6,66 noch. Ja, aber es gibt wirklich Serien, die habe ich nie geguckt, auch wenn es mich interessiert hätte. Aber wenn ich weiß, es ist nicht abgeschlossen, dann gucke ich das erst gar nicht. Weil ich dann weiß, ich muss da nicht Zeit investieren, wenn ich dann enttäuscht zurückgelassen werde. Ich sehe gerade, wir haben schon wieder 40 Minuten, wir hätten eigentlich mal teilen sollen, was? Ach, egal, jetzt machen wir durch. Jetzt ziehen wir durch. Jetzt ziehen wir durch, wir teilen über ein Stundenvideo und es wird 2 Tage hochgeladen. Wir haben ja Urlaub. Genau, machen wir mit der zweiten Sache weiter, wo ich gesagt habe, naja gut, dann nehme ich mir das mit. Wollte ich ja eh mal kaufen. Ne? Und für jetzt weniger für 6,66. Für weniger Geld. Das Problem war wirklich, du willst zu einer Filmbörse, ja? Du willst da Filme kaufen. Und hast du schon was Tolles gekauft? Wie Tortured und Co., ja? So FSK 18, die irgendwie verboten sind teilweise, ja? Und dann stehst du da im Laden und überlegst dir, die Schlümpfe zu kaufen. Dann denkst du dir, hey, eigentlich wollte ich mir sowas gar nicht kaufen an diesem Wochenende. Das war so mein Problem. Gekauft hast du es trotzdem. Ich habe es trotzdem gekauft, damit du die dritte Sache... Dann also du hast ja auch zwei FSK 18 Sachen. Ja, aber wir waren schon zum zweiten Mal an dem Tag in dieser Tour. Wir waren erst draußen und dann wieder drinnen. Und ich hatte es schon beim ersten Mal weggelegt und war ganz stolz auf mich, dass ich nichts gekauft habe aus dieser Aktion. Was ich eigentlich gar nicht unbedingt wollte, und beim zweiten Mal habe ich mich belatschen lassen, auch weil ich diese Box, die du dann gleich reinhalten wirst, kaufen haben wollte zu Hause. Ich glaube, wir müssen sie so hinstellen. Ja, so oder so, die Schlümpfe, Kindheitserinnerung, ich habe sie früher sehr gerne als Kind gesehen und ich hoffe, also die Box ist sehr schön, ne? Hat sogar so Prägung, die Schlümpfe ist geprägt. Der FSK hat schon leider aufgedruckt. Da hättest du sogar fast alle Staffeln kaufen können. Ne? Ich hätte, glaube ich, ja, wirklich fast alle. Ich glaube, 7 oder so lang darum. Ich habe jetzt nur die erste gekauft. Die anderen werde ich mir vielleicht auch noch holen, wenn nicht, dann nicht. Wenn die Aktion immer noch. Es ist ja nicht so, dass man die Schlümpfe jetzt, also dass es eine fortlaufende Handlung ist und man sich am Ende der ersten Staffel denkt: Oh mein Gott, ich muss unbedingt weitergucken. Ja. Das hoffentlich wird nicht auf uns zukommen, aber jetzt habe ich sie endlich, zumindest die erste Staffel. Die anderen hole ich mir nochmal nach. Vielleicht auch irgendwann nochmal für eine 3-für-20 Aktion. Vielleicht habe ich Glück. Ich hätte sie mir auch alle gekauft, aber wie gesagt, ich war eigentlich nicht in der Stimmung, mir Kinderfilme zu kaufen an diesem Wochenende. Hast du ja auch nicht. Nein. Ich habe Kinderzeichentrickfilme gekauft. Nein, du hast Kinderserie gekauft. Und dann kommen wir mal zum eigentlichen Grund, weswegen wir hier seit 20 Minuten rummachen. Weil es gab eine Filmbox mit 4 Filmen und man muss ja sagen, das war nicht die einzige. Man hätte da wirklich locker 11 Filme zusammenschmeißen können. Little Weapon 1 bis 4. Rush Hour 1 bis 3. 3. Und noch irgendwas anderes. Miss Marple war nur ein paar Filme. Also auf jeden Fall, man hätte, ich glaube, im Höchstfall 12 Filme da ausschleppen können für 20 Euro, wenn man sich verschiedene Boxen gekauft hätte. Genau, 12 Filme für 20 Euro. Nicht für 12 Euro, Entschuldigung. Für 20 Euro. Aber ich wollte einfach nur 4 Filme. Und jetzt habe ich sie endlich, weil sie war auch schon öfter im Angebot, die Critters Collection. Alle 4 Filme in einer Box. Wir holen es mal kurz raus. Auch wenn es nicht so geil ausschaut. Critters 1, Critters 2 mit dem wirklich schlimmsten Cover, wie ich finde. Zeig mal. Oh ja. Critters 3 und Critters 4 und Critters 3 mit dem Filmdebüt von Leonardo DiCaprio. Und lustigerweise, wenn man die so nebeneinander hält, pack die mal kurz eben wieder rein, dass sie hier alle gerade nebeneinander stehen, hat man hier oben überall Critters, außer bei 3. Da hat man Leonardo DiCaprio. Ist Leonardo DiCaprio vielleicht auch ein Critter? Man weiß es nicht. Ja, und wegen dem musste ich mir 2 Serien kaufen. Na gut, wie gesagt, Alcatraz haben wir uns ja geteilt. Also jeder hat 10 Euro in den Pott geworfen, dann ging das. Aber so verrückt ist man, ne? Geht zur Filmbörse, hat vor, da 200 Euro auszugeben und kauft sich vorher. Aber 6,66 für 4 Filme und jeweils eine TV-Staffel finde ich immer noch billig. Ja, dann gab es noch im Saturn, das ist der gleiche Laden, also Saturn war das, falls ich nicht erwähnt habe, ein anderes schönes Steelbook. Soll ich den erstmal? Das ist ja schön. Okay, der macht den. Ich habe dann noch eine Serie gefunden, wo es jetzt leider schon, also es gibt ja, glaube ich, das ist ja schon die erste Neuauflage
Und dann gibt es ja noch eine Neuauflage jetzt in den hässlichen normalen MLB-Höhen. Und da ich aber die Serie schon so angefangen habe mit dieser Zweitauflage, ist die Zweitauflage immer besser als die Drittauflage, habe ich sie jetzt endlich mal mitgenommen für 10 Euro die vierte Staffel Nip/Tuck ab 18. Leider haben sie es genau, das ist die einzige Staffel, die sie komplett versaut haben hier am Spine, weil nur hier ist das so aufgeschrieben. Sonst ist, sieht das hier anders aus. Ich könnte an der Vergleichsmaterial liegt jetzt ein bisschen mehr weg. Also es sieht auf jeden Fall anders aus normalerweise. Und ich glaube, die vierte ist die einzige, die sie versaut haben. Und die fünfte, die sie geteilt haben, ist auch versaut in meinen Augen. Weil warum bringt man die geteilt raus? Hätte man auch eine Komplettbox mal nachwerfen können. Aber egal, ich habe jetzt die vierte. Fehlen noch drei Boxen. Und die kriege ich hoffentlich auch noch für einen Zehner. Ja, oder weniger. Oder hoffentlich weniger. Aber ja. Das ist dann wahrscheinlich die Neuauflage. Könnte sein. Oh, hier ist auch noch keine Stelle. Egal. Machen wir weiter mit einem Steelbook, das ich spontan kaufen wollte. Ja, ich habe es gesehen und habe es spontan in den Einkaufswagen gelassen und wusste, er bleibt da auch drin. Du lässt es, normalerweise hättest du es echt liegen lassen. Ja, für 16,90 Euro hätte ich auch... An jedem normalen Tag jetzt gesagt, nö, nehme ich nicht mit, kriege ich irgendwann für 10. Eigentlich war das ein normaler Tag, aber irgendwie wollte ich diesen Film eh haben, auch in diesem Stil vor allem. Also in dieser Auflage, es gibt da ja drei unterschiedliche Aufmachungen. Vier, wenn du die Amovies mit reinrechnest. Ja. Und ich wollte es halt auch gerne in diesem haben und für 16,90 € war das, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt das Billigste, was man haben konnte. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass es derzeit irgendwo anders mal billiger war. Gut, irgendwann in der Zukunft vielleicht. Ich rede von Sabotage, das Saturn Limited Exklusiv-Stil. Genau. Was einfach nur ein Lenticular-Cover aufgeklatscht hat. Das ist im Prinzip genau das gleiche Stil, was man so auch einzeln manchmal kriegt, ohne diesen Lenticular. Aber ja, ich finde das trotzdem ganz cool, das Lenticular-Cover. Es sieht aber besser aus als das eigentliche Cover, finde ich. Das goldene Ding ist auch ganz nett, aber ich habe halt für 16,90 € bekommen und fand das ganz, ganz gut. Den Film habe ich schon goldene, gesehen. Das goldene ist auch nur cool, wenn du von Last Stand auch das goldene hast. Ja, hätte ich mir zu dem Zeitpunkt fast noch billig kaufen können. Oder kurz davor. Also, ne, aber egal. Ja, den Film haben wir auch schon geguckt. Kritik, war nicht so eine wie große, gesagt. Es war nicht so eine große Enttäuschung, wie die meisten gesagt haben. Die Kritik kommt noch. Wir lassen uns an anderer Stelle mal aus. Würde ich auch behaupten. Dann. Eins der haben letzten wir, Film, haben wir jetzt den letzten Film. Die Sachen machen wir später. Der letzte Film. Oh, das oder war, also für mich Filme. Das war ja für mich der Hammer an dem Tag, ja. Ein Film, den ich unbedingt in dieser Aufmachung haben wollte und der sonst immer 19,90 € oder 99 € gekostet hat, lag auf einmal im Mediamarkt und wir waren schon fast durch, ja. Also eigentlich war das so dieser Moment, okay. Bei mir war es sowieso so, oh, ich lasse eh alles liegen. Alles irgendwie nicht wirklich cool. Ich hatte ein paar Sachen in der Hand. Ich habe ein Mediabook für 10 Euro liegen lassen. Genau, ja. Eigentlich mal wieder, flott, aber... Mal wieder vor allem, ne? Du hättest es ja schon mal haben können für 10 Euro. Und dann gehe ich halt nochmal so durch die Gegend und du warst, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt ein wenig verschwunden. Ich wusste nicht, wo du ich warst. Ich saß halt an diesen CD-Station und hab mir Kritiken bei Amazon zu dem Film, den ich dann liegen lassen habe. Auf jeden Fall war ich in der 18er Abteilung und auf einmal sah ich das und dachte, naja, guckst du mal. Ist eh nicht billig. Wie billig es ist, ne? Oder wie teuer. Und auf einmal stand da 8,90 € drauf und ich dachte so, bist du an viel Druck? Gekauft! Sofort! Ich wusste sofort, gekauft. Sie ist auch gleich zur Kasse gestürmt ohne mich. Ich bin quasi zur Kasse gestürmt, habe dich aber vorher noch aufgesucht. Ich rede hier ich von... Ich musste dir auch noch ein paar Sachen ausreden. We are what we are. Ja, ich hatte noch ein bisschen mehr im Wagen. Ich weiß nicht mehr, was du alles hattest, Walking aber... Dead Staffel 1 im Steelbook wollte ich mir noch für 20 Euro mitnehmen. Mehr war es, glaube ich, nicht. Ah, da haben wir ja gesagt, das hättest du nur kaufen dürfen, wenn du das da hättest. Genau, aber weil ich das dann hier gehabt habe und weil wir dann, wie gesagt, einen Tag später noch zur Filmbörse gehen wollten, habe ich den Walking Dead liegen lassen. Also ist ja auch nicht gesagt, dass ich Staffel 2 und 3 irgendwann noch im Steelbook habe. Wahrscheinlich ja nicht. Viel Geld will ich ja auch nicht dafür ausgeben. So oder so, das ist für mich das Schnäppchen schlechthin an diesem Samstag. Und am Sonntag waren es andere Sachen. Aber das ist ein Film, den wollte ich unbedingt gerne haben, weil es sind ja nicht, ist ja nicht nur ein Film, es sind zwei Filme. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Das ist das Dumme. Ich wollte es unbedingt haben, aber ich weiß nicht, ob er gut ist. Das ist bescheuert. Ich weiß. Aber ich mag die Aufmachung. Es ist so ein Digibook. Ich hol's mal ganz kurz raus. Digipack, genau. Und dann ist das hier so zum Aufklappen. Haben wir hier das Original und hier das Remake. Genau. Vielleicht nochmal einmal. Also das Original ist ab 18. Noch reden.
Und das Remake ab 16, weil es gibt auch ein Steelbook davon, wer nur das Remake haben möchte, weil er das Original genau. schon kennt oder das Original doof findet oder das Original besitzt, ja. der kann sich den Film auch im Steelbook holen für, genau. mit FSK 16. Auch ein ganz schickes eigentlich, aber ich wollte das hier, wenn möglich, haben für wenig Geld und ich habe ja irgendwann mal gehofft, vielleicht kriegst du es ja irgendwann mal für 15 oder so, 12. Und wenn du ganz viel Glück hast, für 10. Vielleicht für 10 und jetzt habe ich es für 8,90, also 9 Euro. Also meine Güte, Blu-ray, 2 Filme, keine 10 Euro. Und Digipack. Sowas macht die Mallory schon glücklich. Und dann auch Koch Media. Ja gut, das war, ist mir jetzt nicht egal. Machen wir weiter. Das kommt wirklich ganz zum Schluss. Mit Saturn. 2 CDs. Wir waren ja dann nochmal am Saturn. Ich glaube, das hatte ich auch beim zweiten Mal, ja. glaube ich, gekauft. Und da habe ich nur noch 2 CDs mitgenommen. Und hast du dann nachgefragt, ob das denn jetzt wirklich so billig ist. Genau. Und ich habe mir noch 2 CDs gekauft, dazu aber nur ganz kurz was. Und zwar habe ich mir einerseits R.E.M. im Best-of-Album geholt. In dem einen Best-of? Es gibt ja 2. Es gibt mindestens 2 von denen, ich weiß. Und dann noch ein Studioalbum aus neuester Zeit, ich weiß gar nicht, 2000 irgendwas. 11? 11 oder so, kurz, glaube ich, bevor sie sich dann getrennt haben. Und dann anscheinend wiedergefunden haben, weil es gibt ein neues Album. Zumindest steht drauf, das neue Album. Ja, kann sein, oder war es nicht das, war es doch, glaube ich, ne? Ist auch egal. Zwei ja, es gibt auch noch ein anderes, was ich bin gerade so ein bisschen kam. Auf R.E.M.-Trip gewesen, hab mir das immer beim Spielen angemacht, die Musik. Und deswegen. Und ist durch den Saturn gelaufen, hat gesungen Everybody Hurts. Nee, das habe ich nicht. Ich habe dann eher gesungen It's the End of the World. Aber egal. Ja. Und gerade frisch heute gekauft. Um R.E.M. zu hören. Um R.E.M. dazu zu hören, habe ich mir noch ein Xbox-Spiel geholt, das auch nur kurz am Rande, und zwar Sonic Generation. Ich ich habe früher Sega gehabt und habe eigentlich meistens, ich hatte glaube ich nur ein Spiel, ich glaube ich hatte wirklich nur Sonic dazu und habe das halt hoch und runter gespielt. Das hatte glaube ich jeder beim Saturn. Beim Sega. Das ist glaube ich auch mal automatisch dazu gewesen. Ne? Und ja, habe mir das jetzt ein bisschen so aus nostalgischen... Der Mario von Sega. Genau, habe mir das ein bisschen aus nostalgischen Gründen heute mal mitgenommen für 20 Euro und habe es jetzt zuerst schon gespielt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das toll finde, aber mal gucken. Man muss auch erstmal reinkommen. Anderes Spielgefühl als jetzt zum Beispiel bei Rayman, was ich ja zuletzt auch gespielt habe. Oder ja, hatte ja schon alles erwähnt, dass ich eher so ein Jump'n'Run-Fan bin. Also, ich spiele da eher die Kinderfilme, Spiele. Die FSK 0 oder 6 Spiele. Du bist ja eher der. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Zu dieser. Ja, und halt mal dein tolles Geschenk rein. Wir hatten ja schon erwähnt, ich musste umdisponieren. Und wer den Kanal Sexy Cripples kennt, der weiß vielleicht jetzt, was kommt. Weil es gibt da ein Video, wo sie Fragen von Zuschauern beantworten. Und die liebe Kim von Sexy Cripples hält dabei ein Buch rein, was sie von ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Und ich habe so einen Lachanfall bekommen, als ich das gesehen habe. Da habe ich beschlossen, das Ding wird gekauft und verschenkt an die liebe Mallory. Und habe es mir seit damals auf die Wunschzettel gepackt. Problem dabei ist, sie hat jetzt seit kürzesten auch Zugriff zu meinem Amazon-Account, weil ich Prime-Kunde bin. Und da gab es so ein paar Probleme, wenn ich das jetzt bestelle, dass sie es auch theoretisch sieht oder beziehungsweise meinen Wunschzettel finden könnte. Aber sie hat ja gesagt, sie guckt nicht nach. Na, und dann war es... Hat sie ganz schön blöd geguckt, sagen wir mal so, als sie es ausgepackt hat. Ich gucke auch immer noch blöd, wenn ich es mir angucke. Ja, was auch immer mir der liebe Mickey dazu, damit sagen will, er hat mir dieses wunderschöne Buch gekauft. Wie heißt das? Schräge Hühner. Mit schrägen Hühnern. Also schön es, dick. Es ist wirklich einfach ein Hühnerbuch quasi. Mit Zitaten aber. Mit Zitaten. Und das erste Zitat passt übrigens auch ganz nett zu uns. Und unserem Kanal oder generell zum Thema Film. Kann es sein, dass du mich meinst? Okay, er hat es anders damals im Film gesagt. Ist aber egal. Es hat Robert De Niro und das Ganze hat er in Taxi Driver gesagt. Sagt er da wirklich? Kann es sein, dass du mich meinst? Oder ist es das oder denken wir alle, er sagt, redest du mit mir? Und das ist vielleicht das falsche Zitat, dass er vielleicht wirklich sagt, kann es sein, dass du mich meinst? Also wir haben ja Taxi Driver noch nie gesehen. Also ich habe schon gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wie er. Also ich kenne Taxi Driver nicht.
Aber das ist ja wie mit hier Casablanca und Schau mir in die Augen, Kleines. Das wird auch nie gesagt in dem Film. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich wortwörtlich kann es sein. Was man müsste mal, sagt er es ja auch nicht, weil er wieder, redet Englisch. Ne? Ich möchte mal wieder ganz kurz, sagt es ja auch in Deutsch. Also es gibt ja eine Synchro davon. Ich möchte mal ganz kurz mit Nerdwissen prahlen. In Casablanca heißt es nämlich, ich schau dir in die Augen, Kleines. Im Deutschen. Ein paar kleine Ausschnitte, im Deutschen heißt es, ich schau dir in die Augen, Kleines. Im Original kann es, glaube ich, wirklich sogar heißen, schau mir in die Augen, Kleines. Es wurde, glaube ich, falsch übersetzt. Lese ja jetzt nicht 100%. Schräge Hühner, ne? Das geht hier so die ganze Zeit durch. Also es sind auch normale Hühner drin. Da sind auch richtig süße Hühner dabei. Ja. So dieses eine Küken da und so. Schräge Hühner. Ah, hier dieses kleine Küken auf dem Ei. Ja, das habe ich jetzt... Wie das da drauf steht, das war doch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde. Hier ist auf jeden Fall ein kleines Küken. Nicht auf dem Ei, sondern unter den Füßen. Ein leckerer Chicken damit. Nein. Ja, genau. Ja. Und da war doch auch gerade... Danke, Schatz! Da war doch auch gerade ein süßes, kleines hier... Da. Ja. Also ganz ehrlich, wer auf Hühner steht... Ich musste auf jeden Fall herrlich lachen. Hab mich aber gleichzeitig auch gefragt, was will er mir jetzt sagen? Ich finde es immer noch geil. Ich finde das immer noch ein geiles Geschenk. Und ich warte schon auf die Retourkutsche. Ja, ich hätte mir irgendwas Schönes einfallen lassen. Ich glaube, Weihnachten ist dieses Jahr gelaufen. Oder Geburtstag, was im Prinzip ja dasselbe ist. Ja, für dich schon. Unser kleiner Micky hat am 24. Geburtstag. Am 24. Genau. 12. Jedes Jahr am 24. Jeden Monat am 24. Ich kriege jeden Monat Geschenke. Genau. Nee, das sollte jetzt auch gewesen sein. Wir haben es immer noch unter eine Stunde geschafft. Das ist doch mal herrlich. Hätte ich jetzt ach, die 5 Minuten kriegen wir auch noch. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns jetzt noch verabschieden. Ne? So, wir zeigen jetzt mal hier nochmal kurz das was wir abgemacht haben. Hier. Genau. Wir waren heute auch einkaufen. Wir waren heute einkaufen. Da haben wir diese leckeren Karamellriesen gekauft. Blonden. Meine Mutter hat die immer Blondenzieher genannt. Und so eine Lakritze-Haribo-Packung. Ne? Auch ganz Schleichwerbung. Und jetzt noch mal Corny, ne? Schokoriegel. Aber ganz ehrlich, wir haben hier Stork, Haribo, ja. Und Corny. Also wir legen uns nicht auf eine Marke fest. Wir haben aber heute noch irgendwas anderes neu gekauft. Ne? Unsere DVDs machen wir übrigens ganz gerne mit diesem formschönen orangen Zittermesser auf. Was an ne? Obi erinnert. Obi, aber nicht nur Obi gekauft, weil sowas gab es damals nicht bei uns. Das gibt es erst jetzt. Trinken tun wir am liebsten Coca-Cola, aber wir kaufen meistens Pepsi, weil die billiger ist. Schmeckt aber auch. Schmeckt aber auch. So, da haben wir das auch noch erfahren. Wir kaufen... Steht hier die Adresse auf? Ja. Wir kaufen gerne im Realmarkt ein. Genau. Und ansonsten, am besten ist das Wasser bei Rewe, aber nicht das Wasser beim Real. Das ist und Pakete möglich. Bekommen wir gerne mal mit Hermes. Ja. So, wir trinken aus. Wir trinken Coca-Cola aus Schwipp-Schwapp-Gläsern, die es mal irgendwann beim Real dazu gab. Und ich habe übrigens ein Samsung-Handy. Und du ich ein Apple iPhone. iPhone. Also, falls ihr noch mehr Fragen habt. So, was haben wir noch? Wir haben hier. Wir können hier noch Werbung machen. Oh ja, hier. Falls ihr. Falls ihr mal Bock habt, gutes Fernsehen zu sehen, geht mal auf moritztv.de. Da kann man uns sogar sehen in älteren Beiträgen. Da sind wir sogar in einem Video zusammen vor der Kamera. Oh ja. Unfreiwillig. Macht mal. Wie heißt er? Galileo? Galileo-Experiment. Heißt er richtig Galileo? Galileo-Experiment. Irgend so. Ganz grottenschlechte Galileo-Verarsche. Müsst ihr euch angucken. Ist 2011 furchtbar. Oder 2012? Ja. Wir haben versucht, Galileo zu verarschen. Es ist ein wenig in die Hosen gegangen. Aber die Idee war gut. Und wir waren vor der Kamera. Ungezwungenermaßen, ja. Ich wollte ja gar nicht. Ja. Ich musste. Ich wollte auch nicht. Aber wir brauchten ein paar Komparsen. Und wir waren fantastische Schauspieler. Ja. Also, Oscar-reif, sage ich. Nebendarsteller, aber vielleicht Oscar. Vielleicht sollten wir das Video einfach mal direkt verlinken unter diesem Video. Bis die das gefunden haben, wir verlinken das vielleicht. Wir verlinken das Video, warum auch nicht, ist ein bisschen so, und jetzt hauen wir uns einen Stork-Riesenkaramell hinter und spüren das nach mit einem Haribo-Lakritz-Konfekt. Und spielen dann noch dieses schöne Kartenspiel von McDonald's. Und nicht zu vergessen, diese leckeren Kekse von Ikea, die übrigens im April abgelaufen sind. Aber Mallory fährt sehr auf sie ab. Ja. Die sollten wir mal wegschmeißen. Sollte sie mal essen. Ne? So viel dazu. Falls ihr noch mehr brennende Fragen an uns habt, ruhig her damit. Wir beantworten sie gerne am Ende jedes Videos.
Rollen wir einfach mal so 10 bis 20 Minuten dort ein. Genau. Ist ja auch kein Problem, deswegen. Wer bis hierhin dabei geblieben ist, wir haben noch. Oh, wir haben immer noch eine Minute Zeit, bis die Stunde vorbei ist. So, Was liest du? Zeig mir mal kurz, was du gerade liest. Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also gerade, ich lese es ja schon seit ein paar Monaten. Voll machen wollen. Ich lese seit ein paar Monaten Stephen Kings Der Anschlag. Mhm. Also immerhin hier diesen Wälzer, aber ich habe es schon geschafft. Ich bin bei knapp 300 Seiten. Er muss auch dazu sagen, du hast in der Zwischenzeit noch 10 Comics gelesen. Und ich lese 10 Comics, habe noch diverse andere Bücher dazwischen gelesen. Ach ja, Filme geguckt. Und übrigens ganz wichtig, es ist gerade 16 Uhr und 38. Das sehen wir übrigens auf unserer formschönen Ikea-Uhr, die man jetzt vorholen könnte. Die wir jetzt nicht in... Oh, komm, da ist eh nichts drin. Oh, ist die schwer. Oh. Und damit verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, wirklich. Muss sie schon so, hier. Ja. Und nicht zu vergessen, nimm die Hand weg. Man kann sie aufmachen. So, jetzt wird es aber auch knapp für die letzten 3 Sekunden. Sage ich einfach nur Tschüssi und bye bye. Bye bye.